Ja, hallo. Die Bike-Saison ist eröffnet. An diesem traumhaften Freitag sind wir in Doos gestartet mit unserem Mountainbike und das Aufsesstal, die Aufsess entlang gefahren und hier in Wüstenstein rauf zu dem sogenannten Glockenfels. Hier Wüstenstein. Unten die Aufsess, die nach Aufsess weiterfließt, beziehungsweise von Aufsess natürlich kommt. Und auch ein wunderschönes Tal zum Radeln und hier auf dem Glockenfels ein Traumblick über das Tal. Da unten ist der Radweg. Es geht dann so einen kleinen Trail entlang rauf und es sind schon, naja, so 80 Höhenmeter hier rauf. Aber schön von unten anzuschauen und natürlich hier das schöne Gipfelkreuz. Da gehen wir mal vor. Einen kleinen Pfad hier an Felsen vorbei. Ja, in der Fränkischen ist es halt überall schön, diese Felsenlandschaft. Felsnadeln, Kletterfelsen und wunderschöne Trails zum Radeln. Gerade mit Mountainbike natürlich eine super Sache. Und mein Freund Jürgen, der kennt sich hier aus, hat schon viele Touren hier auch gefahren. Und ja, so auch heute mich hier zum Glockenfels begleitet. Dann schauen wir mal weiter, wo wir heute noch hinkommen. Bis dann, tschüss. So, wir sind jetzt hier in Weichenfeld. Ich denke, das ist sowas wie der Dorfplatz, Marktplatz. Im Hintergrund die Burg Weichenfeld. Und da sitzt der Jürgen und isst tatsächlich ein Eis. Und das im März. Mango. Mango, Eis im März. Toll. Ja, das ist jedenfalls ein wunderschönes Fleckchen hier. Ja. Und die Sonne lacht uns an. Wir sind jetzt hier im Wiesenttal und von Doos Richtung Beringersmühle kommt man hier zur Riesenburg. Eine riesengroße Höhlen-
Formation, die man durchsteigen kann. Wir gehen hier Treppen und Leitern durch und das machen wir jetzt mal. Unser Fahrrad haben wir unten geparkt und hier drüber geht auch der ganz bekannte Frankenweg, den man überall antrifft, wenn man hier in der Fränkischen unterwegs ist, überall, wo solche Sehenswürdigkeiten oder solche Felsformationen oder Aussichtsberge sind, stößt man auch auf den Frankenweg. Mit eins der größten Felsengewölbe hier in der Fränkischen erschlossen. Ja, da geht es ganz schön rauf. Bestimmt an die 100 Höhenmeter dann hoch bis zu einer Aussichtskanzel. Und da nehme ich euch jetzt mal mit. Und dann schauen wir von oben runter. Bis gleich. Blick nach unten, da fließt sie, die Wiesent, und hier eine Riesenöffnung nach oben, gigantisch. Ja, das handelt sich hier um eine sogenannte Versturzhöhle, das heißt natürlich in sich nicht geschlossen als Höhle, sondern irgendwann mal eingestürzt, aber trotzdem sieht man es natürlich, den Ursprung der einstigen Höhle. Toll. Gehen wir weiter. Wir stehen jetzt hier auch vor dem sogenannten König-Ludwig-Felsen. Hier gibt es auch eine Inschrift aus dem Jahre von 1830. Ja. Also, wir wandeln auf den Spuren König Ludwigs darüber. Und darüber gehen wir dann auch noch und dann da hoch. Da ist dann der Aussichtspunkt. Ein toller Blick runter ins Wiesenttal. Ja, auch König Ludwig hat schon gewusst, was Schönes. Mal ein Ausblick nach unten. Wer Höhenangst hat, für den ist es natürlich nichts, hier sich so vorzubeugen übers Gelände. Aber da geht es ganz schön runter. Ja. So, jetzt nochmal König Ludwig Felsen 1830 mit einem Spruch folgend dem Wind. Zug kommen zum Felsen die Wolken und weichen, unveränderlich steht aber der Fels in der Zeit. Ja, ist ein bisschen schwierig, das flüssig zu lesen, wenn das hier im Fels ein bisschen schon verblichen ist, aber ja, keine Ahnung, von wem der Spruch ist, von mir nicht. Schade. Da geht's runter. Nicht runterfallen. Tut weh. So, jetzt nehme ich euch einmal mit ganz davor. Und dann gucken wir mal hier ganz nach unten. Holla, die Waldfee. Da geht's schon runter. Zum Beweis, dass ich hier stehe. Da stehen wir. Echt cool. Das ist dem Jürgen jetzt gerade noch so eingefallen. Wir wollten eigentlich von Doos nach Beringers Mühl fahren und dann sieht er hier das Loch
in der Wand und dann ist ihm auch gleich wieder was dazu eingefallen. Und es war es jetzt wirklich wert, darüber zu steigen und die Fahrräder abzustellen und hier hochzusteigen, weil das ist schon ein tolles Erlebnis. Man sieht es, die Wiese da unten, ganz friedlich hier in der Kurve, aber sie ist auch stellenweise schon ein bisschen wilder. Hier wird ja auch mit Kanu und Kajak gefahren, das ist eine ganz bekannte Strecke hier von Doos in die Richtung Beringers Mühle und dann nach weiter nach Muggendorf. Das sind ganz bekannte Kanu- und Kajakstrecken. Ja, hat schon was zu bieten, die Fränkische. Immer wieder. Sag was, Jürgen. Ich sag nichts. Er sagt nichts. Gut, aber schön war's, ne? Jetzt bin ich noch mal ein Stückchen weiter raufgeklettert hier. Da hat man noch ein bisschen besser den Blick, wie steil das hier runter geht. Und schon ein toller Aussichtspunkt. Jetzt geht's wieder zurück.